Es war ein spannendes Rennwochenende in einzigartiger Atmosphäre. Das Moseltal, in dem es normalerweise sehr beschaulich zugeht, stand im Zeichen des Wassersports. Wasserfontänen, Motorenlärm und zigtausend Zuschauer versetzten die Gemeinde Prodenbach in einen Ausnahmezustand. Die Uferpromenade war zum Fahrerlager umfunktioniert, geschäftiges Treiben herrschte rund um die teilnehmenden Fahrer und ihr Equipment. Beim 46. internationalen ADAC-Motorbootrennen in der wunderschönen Kulisse des Moseltals wurden vier Meisterschaften ausgetragen. Die Piloten starteten in den Klassen Formel 2, ADAC Motorboot Masters, ADAC Motorboot Cup und ADAC Jetboot Cup. Mit dabei die Lokalmatadore Manuel Saueressig, Christian Groß und Sebastian Müller. Saueressig gab in diesem Jahr seinen Rücktritt aus dem Motorbootsport bekannt. Seine Karriere endete mit dem Rennen in seinem Heimatort. Mit einem freien Training begann das Motorbootrennen, das einzige in Rheinland-Pfalz, früh am Samstagmorgen. Die Rennen wurden am Sonntag ausgetragen. Auch in diesem Jahr lag die Moderation bei Jörg Hennig aus Macken, der unermüdlich detailgenau und umfassend über das Geschehen informierte. Die internationalen Piloten zeigten ihr fahrerisches Können, ihre taktischen Finessen und fuhren rasante Rennen. Damit begeisterten sie die zuschauenden Motorbootfreunde. Das Rennen wird vom ADAC ausgerichtet und von der Gemeinde Prodenbach organisiert. Viele ehrenamtliche Helfer sorgen für einen reibungslosen Ablauf. Auch in diesem Jahr können sich die Verantwortlichen über eine positive Bilanz freuen.